Nitrat ist in aller Munde, nicht nur vom Leitungswasser. Die Bauernproteste ja, sind berechtigt in dem Sinne, dass man jetzt nicht mit der Brechstange, die das Versagen der Politik in den letzten Jahrzehnten lösen kann und damit nur weitere Probleme verursachen kann. Die Frage ist aber, wie geht es gut weiter? Und ich weiß, dass es möglich ist. Es ist vieles da, es ist vieles auf einem guten Weg und da müssen die Bauern unterstützt werden und nicht weitere Knüppel zwischen die Beine kriegen, sodass jetzt noch mehr Bauern aufgeben. Wir brauchen lebendige Böden, dann haben wir gesunde Pflanzen und gesunde Menschen und dann haben wir dieses Nitratproblem auch nicht mehr. Das möchte ich jetzt ein bisschen erläutern. Der Stickstoffkreislauf ist weltweit extrem gestört. Wir haben die Stickstoffsynthese mit viel Energieaufwand. Ein Kilogramm Stickstoff, 10 Kilowattstunden Energie, so ganz grob, also sehr energieaufwendig. Und jetzt haben wir ja steigende Energiepreise, steigende Düngerpreise und so weiter. Und gerade wenn ja, Dünger teuer ist, dann macht es wenig Sinn, dass da nur 17% überhaupt genutzt werden. Das ist nämlich die weltweite Zahl aktuell. In Deutschland nicht ganz so schlecht. Deutschland, Schweiz, Österreich, weil Fruchtwechsel gemacht wird. Aber das ist halt trotzdem so, dass die Stickstoffeffizienz deutlich unter 30% liegt und das ja, macht keinen Sinn, weil es ist viel Energieaufwand, es ist auch teuer und es schädigt das Bodenleben. Ja, wir haben hier die Situation, diese Haber-Bosch-Anlagen, die die Stickstoffsynthetisierung machen. Wahrscheinlich die schlimmste Erfindung aller Zeiten, weil erst konnten dadurch ganz viele Bomben gebaut werden und jetzt wurden die Böden zerstört. Und es bringt keine Ertragssteigerung. Nein, man kann mit natürlicher Synthese im Boden viel besser die Pflanzen versorgen, viel billiger, viel ökologischer. Und die Pflanzen wachsen besser, man kann mehr Ertrag haben. Und da will ich kurz drauf eingehen. Das soll hier kein langer Vortrag werden, das gibt es auch gesondert. Aber diese riesigen Mengen, die sind halt einfach ein Problem, weil ganz, ganz vieles davon ins Grundwasser geht. Ich bin selber Wasserwirtschaftler, da haben wir ein Problem. Vieles geht auch in die Atmosphäre und das, was letztlich aber als Nahrung ankommt, ist nur relativ wenig. Ja, es gibt Handlungsbedarf. Wenn es weltweit 83% Verlust gibt, muss sich was ändern. Wir haben auch massive Gesundheitsprobleme durch Stickstoffausgasung, die Feinstpartikel aus Ammoniak. Hier gibt es eine detaillierte Untersuchung aus den USA und da ist halt berechnet worden, dass die Gesundheitskosten nur für das, was für den US-Agrarexport produziert wird, 36 Milliarden US-Dollar sind 2006. Und der Nettowert der Agrarexporte war ungefähr ja, 23 Milliarden US-Dollar. Also ein Verlustgeschäft, wenn man halt aufrechnet, was für Schäden da entstehen. Das ganze Leid bei Mensch und Tier ist da noch gar nicht mit drin. Es muss sich also was ändern. Ich glaube, da sind sich alle einig. Auch die, die protestieren, sind bereit, Systeme umzubauen. Aber dafür braucht es Unterstützung. Ja, wir haben große Probleme in der Tierhaltung, weil sehr, sehr viele Tiere auf kleinen Flächen gehalten, ja, in zu kleinen Gegenden gehalten werden, sodass da halt mehr Gülle entsteht, als sinnvoll als Düngung verwendet werden können. Und die von der Politik und Industrie geschaffenen Probleme sind erheblich.
Das kann man jetzt nicht einfach per Dekret verschwinden lassen, weil wenn die Betriebe zerstört werden, wird sich das auch nicht ändern, weil irgendwelche Investoren, die das dann übernehmen, das so weitermachen werden und die haben dann mehr Macht auf die Politik und dann kann man da noch viel schlechter was umbauen. Schnelle Verbesserungen in der Gülle sind aber möglich und zwar ist die schnelle Verbesserung erreichbar durch Fermentation der Gülle. Man kann milchsaure Bakterien zugeben. Und wenn die Gülle fermentiert wird, ist sie sehr viel verträglicher im ökologischen System. Und man kann auch Pulverholzkohle, saubere Pulverholzkohle zugeben. Das braucht gar nicht so große Mengen. Aber dann steigt der Anteil von organisch gebundenem Stickstoff. Das ist also der, der nicht einfach jetzt so frei in Atmosphäre oder ins Wasser geht. Der ist dann sehr, sehr viel höher. Ich kenne Messwerte, wo der von 40, 45% bei normaler Gülle auf 70% angestiegen ist. Und die Flächen, wo diese Gülle verwendet werden, da stand das Gras wesentlich besser. Ja, die Erfahrungen sind da, das kann man machen. Und wir brauchen letztlich aber einen Umbau auf Freilandhaltung. Tiere, Herdentiere sollten immer ins Freie. Und zumindest den Sommer über. Und das ist natürlich jetzt ein langer Weg, der Jahrzehnte dauert, weil auch diese unsinnigen Strukturen oder die Strukturen, die auch für die Bauern eigentlich nicht mehr tragbar sind, die wieder umzubauen, bauen, ist ein Projekt für Jahrzehnte. Das ist auch etwas, was begleitet werden muss. Und die Tiere sind ein wichtiger Bestandteil der Bodenregenerierung. Tiere sollten halt im vernünftigen Anteil mit zum Bodenleben gehören, zur Belebung des Bodens gehören. Und das ist halt, wenn die Flächen zusammenpassen, machbar. Das hier nur zum Anreißen, aber da ist auch wieder Gabe Brown, der da einer der Vorreiter ist. Und man kann die Portionsbeweidung auch auf Gründüngungen einsetzen. Und das ist ein großer Vorteil, weil da hat man doppelt verdient. Ja, Nitrat und Ackerbau. Nitrat und Ammonium schädigen das Bodenleben. Das ist wenig bekannt, aber es ist halt einfach überhaupt nicht schlau, Nitrat oder Ammonium als Dünger zu verwenden. Das ist einfach nur Marketing der Industrie, die was verkaufen wollten, was eigentlich kein Mensch braucht. Bei den anderen Mineralien sieht das zum Teil anders aus, aber Nitrat und Ammonium kann das Bodenleben schädigen und Nitrat, Ammonium in hohen Werten ergibt niedrige Erträge, besonders bei schwachen oder den halt vielfach geschwächten Böden. Lebendiger Boden produziert vor Ort solar und kostenlos das, was die Pflanzen brauchen. Ja, einmal die bekannten Leguminosen, damit kann man über Gründüngung oder halt auch durch Fruchtwechsel genug Stickstoff ins System bringen. Man braucht keinen synthetischen Dünger. Und es gibt ungefähr 100.000 Mikroorganismen, die auch Stickstoff synthetisieren können. Dafür muss der Boden aber lebendig sein und auch Molybdän enthalten. Hier sind schnelle Verbesserungen möglich. Und zwar schnell meine ich
ab Jahr 1, wo man umstellt. Und da kann man halt sehen, die Pyramide der Pflanzengesundheit von John Kempf, der jetzt Jahrzehnte Erfahrung hat, der sagt, gesunde Pflanzen können vollständig resistent für Krankheiten und Insekten werden. Und der spricht auch wirklich aus Erfahrung, die beraten Tausende von Betrieben in Nordamerika. Und es gibt so eine Hierarchie. Man braucht halt erstmal die Elemente, die da sein müssen, auch einige Spurenelemente, damit erstmal die Photosynthese vernünftig läuft, dann die Proteinsynthese. Und dann ist die Bodenbiologie entscheidend wichtig. Und nur wenn das alles zusammenspielt, kommen wir gut weiter. Ich blende noch kurz die Folie ein. Die könnte man dann anhalten, wenn man gucken will. Ich habe das mal übersetzen lassen. Das gibt es sonst halt nur in Englisch. Ja, und bei den ganzen Spurenelementen wird sehr, sehr viel falsch gemacht. Es fehlen viele Elemente und man kann nicht einfach irgendwas zugeben, weil was anderes dadurch oft verschwindet. Das ist hier dieses Bild hier oben, diese vielfältigen Verknüpfungen der Elemente. Das ist unglaublich komplex und wenn man halt jetzt den Boden in Ordnung haben will, muss man das genauer angucken und entsprechend ausgleichen. In Deutschland gibt es da das Institut für Mineralien-Kreislaufforschung, Dr. Stefan Hügel, hier der Link. Dann die Erkenntnisse von Dr. David Johnson in den USA, der sehr, sehr viel mit großen Betrieben auch arbeitet, großen landwirtschaftlichen Betrieben, die auch die Böden oft ganz kaputt haben. Er hat ganz klar belegt, dass halt der Ertrag, das sind hier die Ertragswerte, diese Balken hier, ist besonders dann hoch, wenn Nitrat, Ammonium, also hier hat nur Nitrat gemessen, besonders niedrig ist. Also hier sind ungefähr die Nitratwerte und hier ist der Ertrag, nicht? Also die hohen Nitratkonzentrationen hier im Boden haben schlechte Erträge. Und ich will das hier kurz machen. Und der Punkt, der wesentlich ist, wo man die hohen Erträge erklären kann, das war die einzige Erklärung, die passt, das ist das Verhältnis von Pilzen zu Bakterien. Also man muss ein vernünftiges Verhältnis von Bodenpilzen, wo auch die Mykorrhizen natürlich zugehören, zu den Bodenbakterien haben. Und die Pflanzen arbeiten ja mit den Bakterien. Die können auch den Stickstoff bereitstellen. Und damit hat man dann halt hier die besonders hohen Erträge auf natürliche Art ohne mineralische Stickstoffdüngung. Die würde das System nur stören. Ja, die Prinzipien der regenerativen Landwirtschaft. Es gibt ja diese fünf Grundprinzipien und da ist einfach die minimale Bodenbearbeitung, lebende Durchwurzelung, dann der Bodenschutz, auch über den Winter halt Gründüngung einbringen, den Boden nicht einfach braun liegen lassen, Integration von Tieren, aber dann auch Agroforstsysteme dazu. Ich habe das hier mal etwas genauer, auch hier nur zum Anhalten, wer das genauer gucken will. Das ist eine ganz neue Folie jetzt. Das habe ich aber auch hier unterm Video nochmal drinne, weil das sind die Punkte, wo man ansetzen kann. Das ist mühsam umzusetzen im eigenen Betrieb. Das dauert, das zu lernen und zu machen. Man kann aber sehr schnell Erfolge haben. Ich kenne Betriebe, die auch nach 2 Jahren schon sehr viel besser dastanden mit diesen Maßnahmen. Ja, humusreicher Boden hält Wasser wie ein Schwamm und regeneriert das Grundwasser. Insofern bin ich aus der Wasserwirtschaft halt auch jetzt am Boden, an der Landwirtschaft dran, weil das ist der wesentliche Punkt. Humusreicher Boden verhindert auch weitgehend Trockenheit und Überflutung. Und wenn man auch noch die Bäume einbezieht, Agroforstsysteme, dann kann man wirklich sehr, sehr gute, produktive Systeme haben, wo kein Stickstoff mehr ausgewaschen wird und wo halt auch keine Stickstofffabrik mehr nötig ist. Ja,
Man kann sich das alles auch ein bisschen angucken. Ich habe selber ein Video in diesem Kanal auch, aber Josef Häkler ist einer der Vorreiter. Und Sepp Häkler ist leider in diesem Winter verstorben, hat aber sehr, sehr viele Vorträge hinterlassen, die seinen Weg zeigen. Sein Betrieb wurde jetzt übernommen von den Töchtern und das zeigt auch wieder, dass ein gesunder Betrieb ist interessant für die folgende Generation. Und auch Christoph Felgentreu hat tolle Vorträge über Gründüngung. Er ist wirklich Weltklasse da und das kann man sich anschauen. Und ja, wenn man den Boden dann so hat, hier wie bei Josef Häklers Betrieb, dann kann man halt sehen, das ist eine Struktur, die Stickstoff halten kann, die die Pflanze gut ernährt. Und da haben wir gute Nahrung, Wasserregeneration und brauchen keine Mineraldünger aus der Industrie mehr. Vielen Dank, das war's.